Gut, dass so viele gekommen sind. Es ist ein bisschen kuschelig, ich weiß. Aber schön, dass so viele da sind. Einige kenne ich ja schon ganz gut. Einige habe ich schon ein paar Mal gesehen. Aber schön, dass auch ganz viele Leute da sind, die ich noch nie gesehen habe. Das freut mich und uns natürlich besonders. Und jetzt irgendwie die Frage, warum sind wir irgendwie heute hier? Was wollen wir hier? Wofür sind wir da? Wenn wir uns so in der Welt und in Österreich umschauen, sieht man irgendwie überall das System, in dem wir leben, das ist der Kapitalismus, steckt überall in der tiefsten Krise, die er jemals erlebt hat, 2008 ausgebrochen und alle Probleme, die dort an diesem Zeitpunkt zutage getreten sind, nichts davon ist tatsächlich gelöst worden. Und wenn wir uns umschauen, überall auf der gesamten Welt, in fast jedem Land, sehen wir eine enorme Welle von großer Sparpolitik, von Lohnkürzungen, von Beschneidung von Rechten, von Gewerkschaften, von Verschlechterungen, von Bedingungen in der Schule, Studiengebühren werden eingeführt und so weiter und so fort. Und wenn wir zum Beispiel nach Frankreich schauen, um jetzt so ein paar Beispiele zu nennen, dort haben wir gerade eine große Bewegung gesehen von Gewerkschaften und von Studierenden, die irgendwie gemeinsam mit dieser Regierung von Macron und seiner Sparpolitik haben wir absolut kein Interesse daran, wir wollen was dagegen tun und sind auf die Straßen gegangen, haben gestreikt, haben demonstriert. In Spanien sehen wir gerade, die Leute gehen auf die Straßen. Der gesamte Unmut, der sich in den letzten 10, 15 Jahren dort aufgebaut hat, was in den letzten Jahren nur Verschlechterungen für die arbeitenden Leute bedeutet hat, für die Studierenden und für die Schüler, also für den normalen Menschen, der irgendwie auf der Straße steht. Diese Leute gehen auf die Straße seit einigen Monaten, demonstrieren irgendwie für Frauenrechte, demonstrieren für allgemeine Rechte, für alle, für bessere Lebensbedingungen und auch in Österreich. Und Österreich ist kein Land, das irgendwie dafür bekannt ist, internationale Schlagzeilen zu schreiben. Aber auch in Österreich sehen wir, dass sich irgendwie anfangen, Widerstand zu organisieren. Mit dieser schwarz-blauen Regierung, die nichts Besseres zu tun hat, als jede Lebensbedingung, über die wir irgendwie nachdenken können, zu verschlechtern. Zum Beispiel, wenn wir sehen den 12-Stunden-Tag mit der Stärkung der AOVA. Pui. Wenn wir sehen, dass wir zum Beispiel in Österreich jetzt auch Studiengebühren haben Pui. Werden. Dass Leute in Schulen auf einmal kriminalisiert werden, wenn sie Pui. Nicht in Schulen gehen. Alle diese Dinge sind massive Verschlechterungen für unsere Lebensbedingungen. Und auch in Österreich sehen wir die ersten Anfänge einer Bewegung und Anfänge von Organisationen, die anfangen, Widerstand zu leisten. Genau. Und was ist jetzt irgendwie zu tun? Was tun wir? Wir können davon ausgehen, dass die nächsten Jahre nicht davon geprägt sein werden, dass die Regierung auf einmal sagt, ah, okay, ihr wollt das alle nicht, na, dann machen wir halt andere Politik. Wir können davon ausgehen, dass die Verschlechterungen, die wir jetzt sehen, erst der Anfang ist von dem, was kommen wird, dass es weitere Verschlechterungen geben wird und dass wir alle nicht mit dem Status quo, den wir gewohnt sind, weiterhin leben können. Also, was ist zu tun? Das einzig Positive in dieser Situation, woran wir ihn festhalten können, ist, dass wir viel mehr Leute sind als die. Wir sind 100-mal, wir sind 1000-mal so viele Leute, die gegen diese Regierung sind, die gegen die Politik dieser Regierung sind. Und das, was wir tun können, ist, uns zu organisieren. Wir können Organisationen beitreten, wir können gemeinsam Widerstand leisten gegen diese Regierung. Wir können diese Regierung auch zum Sturz bringen, weil das ist das, was uns ausmacht. Wir sind enorm viele und wenn wir schaffen, unsere Energie tatsächlich auf einen konkreten Punkt hinzuarbeiten und gemeinsam wohin zu arbeiten, dann können wir es auch schaffen, dieser Regierung einen ordentlichen Schlag zu verpassen. Und zwar nicht nur so, dass sie sich irgendwie vielleicht die ein oder andere Reform wieder zurücknehmen oder irgendwas ein bisschen besser machen, als sie zuerst angekündigt haben. Nein, wir können diese Regierung echt stürzen. Und was wir vor allem können, wir können ein System auf die Beine stellen, in dem normale arbeitende Menschen, wie alle hier, die heute hier stehen, den Ton angeben in der Gesellschaft. Wir können eine Gesellschaft errichten, in der wir entscheiden, wie wir produzieren, in der wir entscheiden, wie wir unser Zusammenleben organisieren wollen und wie wir alle miteinander tun wollen in dieser Gesellschaft. Und das ist irgendwie unsere große Aufgabe. Und das ist auch die Aufgabe, die wir heute hier haben. Wir wollen, dass alle Leute, die heute da neu gekommen sind, sich entweder bei einem unserer Lesekreise einschreiben oder zu unseren Veranstaltungen kommen oder sonst irgendwie aktiv beim Funke werden, damit wir das tun können, damit wir eine große, starke Organisation werden, die den arbeitenden Menschen in der Bevölkerung und auch den Studierenden und auch den Schülerinnen und Schülern Werkzeuge und Ideen in die Hand geben können, mit der sie das erreichen können, mit der wir Bedingungen in unserem Land, aber auch auf der ganzen Welt machen können und bestimmen können, die in unserem Interesse sind und nicht im Interesse einiger weniger profitgeiler, weiß ich nicht, KTM-Chefs oder Chef von einer Raiffeisenregierung. Das heißt, jeder, der hier heute rausgeht, schreibt euch bei uns ein, werdet bei uns aktiv und startet los, diskutiert über diese Regierung, diskutiert über den Kapitalismus, get organized, und das ist das Wichtigste des heutigen Tages. Und ich wünsche euch viel Vergnügen für den heutigen Abend.